Willkommen zurück. Da sind wir wieder und wir werden jetzt in die Arena gehen. Der siebte Orden wartet auf uns. Und mal gucken. Ja, hier kann man Fragen an einem Quizautomaten beantworten. Willkommen beim Pokémon Quiz. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fetter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Entwickelt sich ein Raupi zu Smetbo? Ja. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Können wir den trotzdem besiegen? Ich war ein Dieb, doch ich bin ein ehrenhafter Trainer. Ja, wir können die Fragen beantworten und trotzdem die Trainer besiegen. Das ist cool. Dann können wir hier noch ein bisschen trainieren. Bringt Fliegen was? Wahrscheinlich normaler Schaden. Ja. Und Glut dürfte hier auch nur einen normalen Schaden machen. Ruckzuckieb. Dann trainieren wir hier nochmal alle auf Level 41, sofern das möglich ist. Und gegen den Arenaleiter setze ich dann Turtok ein. Ist ja klar. Vulpix besiegt. Geht ganz gut. Der siebte Orden wird nicht allzu lange dauern, denke ich. Denn wir haben ein gutes Pokémon dagegen, falls es hart auf hart kommt. Und auch der achte Orden können wir direkt danach machen. Heißt, vielleicht schaffe ich sogar noch, in dieser Folge alle beiden Orden zu machen. Zu schmachen. Willkommen. Ah ne, Pokémon Quiz. Prüfe dein Wissen. Gibt es 9 offizielle Pokémon-Orden? Nein. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Können wir den trotzdem besiegen? Was glaubst du, wie heißt... Wie hieß der... Ach du Scheiße, warte nochmal. Wie hieß der Feueratem eines Pokémon? Ach so, wie heißt der Feueratem? Ich kann auch nicht mehr lesen. Nee, keine Ahnung. Wirst du mir bestimmt gleich sagen. Wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann, fragt er. Vulpix, ein zweites Fliegen. Vulpix besiegt, das wird ein leichter Durchmarsch. Eagle Level 41. Können wir auch direkt mal ein Pokémon tauschen. Flash müsste noch trainiert werden. Karl müsste noch trainiert. Karl und Smetty sind nicht gerade sehr förderlich hier drin. Aber na gut. Einfach mal Donnerblitz. Volltreffer. Body Slam? Da sind die Attacken von Taubos besser als die von Pikachu. Muss ich sagen, Fliegen zieht mehr ab als das, was Pikachu hier drauf hat. Autsch. Heiß, sehr heiß. Ach so, sagst du es mir jetzt? Feuer oder präziser, die Verbrennung? Bla 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 bla. Sehe ich auch so. Und du? Du hast keine Chance, ich bin Pokémon-Profi. Ich habe immer einfach die Fragen beantwortet und bin dann durchgelatscht. Jetzt habe ich wieder Taubos vorne, den muss ich mal nach hinten stecken. Bin dann einfach durchgelatscht zu Pyro, wusste aber nicht, dass man die Trainer trotzdem besiegen kann.
Ja, das machen wir jetzt einfach mal, weil wir trainieren müssen. So, Flash wieder nach vorne. Glumanda. Donnerblitz. Paralysiert und Glut. Und Ruckzuckhieb. Und ein Vulpix will er einsetzen. Der alte Streber. Und ein Donnerblitz. Und ein Ruckzuckhieb. Und ein und. Konfustrahl. Da sind wir jetzt verwirrt. Ich probiere es mal mit Donnerschock, ob das reicht. Und hey. Und noch ein Vulcano. Vulcano ist auch ein schönes Pokémon, finde ich. Vor allem die Sprites der neuen Generation sind immer richtig geil. Selbstverletzt. Bodycheck. Komm, verwirr dich doch nicht immer so die ganze Zeit. Es reicht doch. Muss das denn immer sein? Ach, Pikachu. So. Brüller bleibt unversehrt. Ist nicht mehr verwirrt, endlich. Wird auch Zeit. Ein Bodycheck. Ruckzuckhieb sollte reichen. Und wir besiegen Streber. Nein, das war unprofessionell. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Entwickelt sich Quapsel dreimal? Nein, Quapsel entwickelt sich zweimal. Einmal zu Quapuzzi und dann zu Quappo. Ich setze mit Vorliebe Feuer-Pokémon ein. Hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet in solch einer Arena. Dieb. Mit einem Pony. Ich habe ja immer noch Igel vorne. Okay. Fliegen und dann kommt Igel nach hinten. Unbedingt merken. Können wir ja glatt nochmal Fliegen einsetzen. Ach komm, Flügelschlag. Oh, das zieht gar nicht allzu viel ab. Dann Sternschauer. Und Dieb wurde besiegt. Du bist brandgefährlich. Okay. Jetzt kommt mal Pika nach vorne. Wie viel braucht denn überhaupt Pika noch zum nächsten Level? Nicht mehr viel, okay. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Sind Donnerattacken gegen Bodenattacken sehr effektiv? Nein. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Donnerattacken haben überhaupt gar keine Auswirkung gegen Bodenattacken. Ich weiß, warum Pyro ein Trainer geworden ist. Weil er Lust dazu hatte, nehme ich an. Na, alter Streber. Galopper. Hatten wir auch noch nicht in diesem Let's Play. Donnerblitz. Die Trainer werden auch immer stärker. Paralysiert. Heuler. Angriff sinkt. Donnerblitz. Paralysiert. Donnerblitz. Na siehste, Level 41. Donner will er erlernen, kriegt er. Will er zugunsten von Donner vergessen werden? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Donnerschock. Und schwupp, Donnerschock vergessen und er lernt Donner. Damit hat Pikachu auch seinen Endstand der Attacken erreicht. Heißt, ich werde ihm nichts weiter beibringen, außer diese Attacken. Das ist das Setup, was er in der Pokémon-Liga haben wird.
Natürlich wird er bis dahin noch ein paar Level trainiert. Und wir, ja, Karl und Smetti müssen noch ein bisschen trainiert werden. Ich tu mal Smetti nach vorne, todesmutig wie ich bin. Wie viel sind's denn noch? 2 Stück, glaube ich. Bis Pyro. Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Unterscheiden sich 2 gleiche Pokémon mit gleichem Level? Ja, klar. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ich war in vielen Pokémon Arena, doch diese mag ich am liebsten. Sie ist ganz rot. Und rot mag er. Denn er ist ein Dieb. Und er setzt Vulpix ein. So ist Matty. Zeig mal etwas gegen deinen Typvorteil. Das ist jetzt wirklich todesmutig. Ja, Flammenwurf. Das könnte sogar One-Hit werden. Na gut. Dann sind 3 Level mehr doch noch gut genug, um mein Käfer-Pokémon nicht zu verbrennen. Vulpix besiegt. Und Vulcano setzt da ein. Psychokinese. Ich wüsste gar nicht, was ich mit Bisaflor hier einsetzen würde. Ist effektiv, ist mir klar. Und Smetty hat sich bewiesen. Level 41, mehr will ich doch gar nicht. Autsch, du bist zu stark. Ah ja, du bist der letzte Trainer. Dich darf noch Karl besiegen. Und dann sind sie ja wirklich alle Level 41, ist das nicht geil? Pokémon Quiz, prüfe dein Wissen. Ist Term 28 die Froschattacke? Nein, es gibt keine Froschattacke. Und die Antwort ist richtig, geh weiter. Die einzigen Frösche in der ersten Generation sind Quapsel, Quapuzzi und Quappo. Und die ähneln eher Kaulquappen. Der erste richtige Frosch meiner Meinung nach ist Quaxo. Aber der kennt auch keine Froschattacke. Los, Karl. Zeig, was du kannst. Ja. Risikotackle. Ach, geht sogar. Glut. Ist effektiv. War klar. Zerschneider. Sehr schön. Vulpix. Risikotackle. Hohaha. Sehr geil. Level 41, wer hätte es gedacht? Wir haben sie doch noch alle vor Pyro auf Level 41 bekommen. Wobei Level 41 jetzt eine sehr ungerade Zahl ist. Turtle kommt nach vorne. Der darf seinen Spaß an Feuer-Pokémon ausleben. Haha! Ich bin Pyro, der Arenaleiter der Zinnoberinsel. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Du solltest schon mal Feuerheiler parat haben. Dies ist einer der letzten Trainer, vor denen ich eigentlich gar keine Angst habe. Da war doch Sabrina und Koga schlimmer. Einfach 2-mal Surfer und alles sollte gegessen sein. Trotz Level 48. Flammenwurf. Zieht doch schon ganz gut. Und wir brennen! Er hatte recht mit seinem Feuerheiler. Wir haben keinen Feuerheiler. Wir müssen Turtle brennen lassen. Verbrennungen wirken sich wie Gift aus. Nur, dass sie außerhalb des Kampfes nicht wirken, sondern nur innerhalb eines Kampfes. Bodycheck. Ey, jetzt ist aber gut. Also, man kann es auch übertreiben.
Reicht Level 42. Schädelwumme will er erlernen. Kriegt er. Soll er einen zugunsten von Schädelwurm vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Sollen wir Biss vergessen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich Schädelwumme überhaupt jetzt erlernen soll. Ja, wäre eigentlich ganz praktisch. Biss ist sowieso eine Normalattacke, also verlernen wir Biss gegen Schädelwumme. Okay. Pyro setzt Arcani in den Kampf. Ja, ich will das Pokémon mal kurz wechseln. Und zwar kommt mal Glurak in den Kampf. Wird doch ein bisschen viel gerade. Wenn wir schon mal dabei sind. Jetzt nicht voll weg. Bitte ne... Alter. Das ist ja nicht normal, ey. Dieser Attack ist sehr effektiv, war mir klar. Aber jetzt erstmal... Top-Trank an Turtle. Sonst weiß ich echt nicht mehr, was ich machen soll. Hier, Glurak musste aufgeben. Na gut, das liegt jetzt am enorm hohen Level von den Viechern. Wir haben jetzt wirklich nur noch Chance durch Typvorteil. Feuersturm. Diese Attacke bekommen wir nach dem Sieg. Und der ist nicht mehr lang, denn Turtle ist wieder auf den Beinen. Und Arcani ist platt. Arcani auch ein richtig geiles Pokémon. Mein Feuer ist erloschen. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Haha. Der Vulkanorden steigert die Spezialfähigkeiten deiner Pokémon. Nimm zusätzlich dieses Geschenk. Term 38. Term 38 ist Feuersturm. Feuer-Pokémon können diese Attacke erlernen. Glutexo und Ponita sind dafür präsentiert. Ne, prädestiniert. Präsentiert. Also Leseschwäche inklusive in diesem Let's Play. Feuersturm kriegt natürlich Glurak. Sturm zu erlernen. Kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll einen zugunsten von Feuersturm vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Ich würde mal glatt behaupten, wir vergessen Schlitzer. Und Feuersturm. Ja. Genau. Dann bekommt nämlich Glurak auf Level 46 noch Flammenwurf. Und dann ist seine... Sind seine Attacken auch perfekt für die Liga. Pyro ist besiegt. Ja, wir haben Pyro besiegt. Dum, da, dum. Da-dam. Okay, dann machen wir jetzt nicht zwei Arenen in einer Folge, sondern zwei Arenen in darauf folgenden, in, ja, direkt aufeinander folgenden Folgen. Das hier war Orden Nummer 7. Und in der nächsten Folge geht's dann zu Orden Nummer 8. Ja, und dann wären wir eigentlich schon so weit für die Pokémon-Liga. Aber wir haben noch ein paar Sachen ausgelassen. Die werden wir danach auch noch machen. Also vor der Pokémon-Liga, um die Pokémon zu trainieren natürlich. Ja, dann fliegen wir schon mal in die Stadt des 8. Ordens. Viele wissen schon, worin es geht. Vertania City. Hier steht noch eine Arena. Die haben wir nicht besucht. Die war am Anfang zugeschlossen. Jetzt ist hier jemand drin. Und zwar das geheimnisvolle Fragezeichen. Ja, so heißt er. Was mache ich hier eigentlich? Egal. Doppelt gemoppelt hält besser. Also, liebe Kinder, wenn ihr... Keine Ahnung, wenn ihr schon vollgefressen seid, esst nochmal das Doppelte. Das hält besser. Ja. Dann würde ich sagen... Bum, 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 bum. Wir tun mal K nach vorne. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.